Mit durchgesickerten Sextapes hat er 11 Beamte aus Chongqing zu Fall gebracht. Jetzt scheint der Journalist Chu Ruifang selbst ein Problem mit den Ermittlern zu haben. Am Montag traf er sich, begleitet von 3 Rechtsanwälten, mit Polizisten aus Chongqing in Peking. Am Sonntag hatten sie meine Wohnung durchsucht und wollten wissen, was ich sonst noch hatte und wer mir die Bände gegeben hat. Sie wollten, dass ich ihnen die Videos gebe und meine Quelle nenne. Alles begann letzten November. Chu sagte, ihm sei eines der Videos von jemandem aus Chongqings Polizeibehörde gegeben worden. Auf dem Video waren Lei Chengfu, Parteisekretär auf Bezirksebene, und eine Prostituierte, sozusagen als Geschenk eines Bauunternehmers. Lei wurde mit dem Video erpresst, dem Unternehmer Aufträge zu verschaffen. Nach Bekanntwerden des Videos folgte Leis Rausschmiss. Letzte Woche meldeten die Behörden von Chongqing, dass weitere 10 Beamte mit Verbindungen zu demselben Sexerpresserring entlassen wurden. Chu sagt, dass er mehr Videos hat, die andere Beamte betreffen und die Polizisten ihm deshalb nachgehen. Ich habe 28 Beamte beobachtet, jetzt sind es 38. Die Polizei hat gefragt, welche anderen Informationen ich habe und von wem ich sie habe. Sie wollen die originalen Videos, so wollen sie herausfinden, wer bei der Polizei von Chongqing die Informationen durchsickern lässt. Chu hat sich geweigert, ihnen die Videos zu geben. Er müsse seine Quellen schützen. Als ein Bürger hat Chu einige Beweise gegen gesetzesbrechende Beamte erhalten. Es ist an ihm zu entscheiden, wem er diese Informationen veröffentlicht. Die Polizei von Chongqing sollte die Verfahrenswege einhalten, statt quer durchs Land zu fahren, um Chu in Peking zu befragen oder zu bedrohen. Einige der Sextape-Erpressungen geschahen 2008, als der entmachtete Bo Xilai noch Parteichef von Chongqing war. Sein Polizeichef Wang Yiqun soll Berichten zufolge geholfen haben, entsprechende Ermittlungen zu verschleiern, statt aufzuklären. Wang Yiqun sitzt nun im Gefängnis und Bo Xilai ist angeklagt wegen Korruption und Machtmissbrauch.